Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute haben wir wieder einen besonderen Saugroboter im Test, und zwar den EcoVax T9 Ivy. Nachdem ich dieses Jahr bereits den T9 getestet habe, letztes Jahr schon den T8 Ivy, haben wir jetzt hier den T9 Ivy. Was ist das Besondere? Er hat jetzt hier von iRobot die Aeroforce-Technologie mit an Bord. Ob sie mehr bringt als die alte EcoVax eigene Technologie, schauen wir uns in diesem Video natürlich an. Was erwartet dich alles? Wir schauen uns zu Beginn erstmal die technischen Daten an, dann das Gerät etwas genauer im Detail. Ich gehe natürlich auf die Navigation, die Hinderniserkennung mit der Ivy-Technologie ein. Wir werden uns natürlich auch die Saugleistung, die Reinigungsleistung anschauen. Wir werden einen Blick in die App werfen, weil auch dort gibt es einige Möglichkeiten einzustellen. Und zum Schluss gibt es ein kurzes Fazit meinerseits, ob es sich lohnt, den 799 Euro teuren Saugroboter zu kaufen. Ansonsten an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an EcoVax. Die haben mir nämlich freundlicherweise den Saugroboter wieder zum Test zur Verfügung gestellt. Und für dich der Hinweis, wenn du mehr über Saugroboter wissen möchtest, wirf gerne bei uns auf dem Blog einen Blick in den Saugroboter Finder. Da sind alle Modelle getestet, die ich bereits mir angeschaut habe. Du findest technische Daten, Vergleiche und so weiter und so fort. Natürlich auch viele Roboter mehr, die ich noch gar nicht hier hatte. Da findest du einen super Überblick. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Starten wir kurz mit den technischen Daten des EcoVax D-Bot T9 Ivy. Er hat eine UVP von 799 Euro, liegt aber derzeit schon bei 789 Euro bei Amazon. Die Maße betragen 35,3 x 35,3 x 9,36 cm bei einem Gewicht von 3,8 kg. Die Saugleistung beträgt maximal 3000 Pascal, was in einer maximalen Lautstärke von 67 Dezibel resultiert. Der Staubbehälter hat ein Volumen von 300 ml, der des Wassertanks mit der Osmo Pro 2.0 Technologie von 180 ml. Der Akku hat eine Kapazität von 5200 mAh, was für eine Saugdauer von bis zu 150 Minuten ausreicht. Aufgeladen wird er dann in 390 Minuten. Die Besonderheit des T9 Ivy ist hier die Aeroforce-Technologie von iRobot und natürlich auch die Kamera in der Front für eine Hinderniserkennung. Ebenfalls mit dabei ist die Osmo 2.0-Technologie zum Wischen. Schauen wir uns jetzt mal den T9 Ivy etwas genauer an und natürlich auch alles, was mitgeliefert wird. Im Zubehör befindet sich ein weiteres Wischtuch. Eins ist schon bei der Osmo Pro 2.0 Wischplatte montiert. Natürlich eine Anleitung etc. pp. Und auch eine kleine Karte, um die Kamera in der Front abzudecken. Einmal ein Dummy, falls ihr mit dem Roboter nicht wischen wollt, dass er halt eben nur saugen kann, weil wenn die Wischplatte montiert ist, ist es so, dass der Roboter zum Beispiel Teppiche meidet. So, was ist jetzt besonders beim T9 Ivy? Von der Optik her sieht er natürlich erstmal genauso aus wie seine Vorgänger auch, aber es gibt ein paar signifikante Unterschiede. Auf der Unterseite die iRobot Aeroforce Technologie. Die ist bauartbedingt jetzt ein bisschen anders natürlich, sorgt dafür, dass die Absaugstation vom T9 hier jetzt nicht mehr passt. Auch der Staubbehälter unterscheidet sich. Das ist sehr schade. Momentan gibt es noch keine Absaugstation für den T9. Die kommt noch, beziehungsweise für den T9 Ivy. Wie gesagt, die vom T9 passt nicht. Ja, was sehen wir hier? Wir öffnen einfach die Abdeckklappe, An-Aus-Knopf, Reset-Knopf. Der Staubbehälter, vom Prinzip ist der wie bei den anderen Geräten auch, wird einfach hier entleert. Der Filter ist in der Front, ein kleines Reinigungswerkzeug. Das ist vom groben Aufbau alles wirklich identisch geblieben. Nur die Maße hier sind eben unterschiedlich, weil die Absauglöcher an einer anderen Stelle sind. Auf der Oberseite der Lasernavigationsturm, auch hier die neueste Technologie an Bord mit einem Bumper, An-Ausschalter und hier in der Front die Ivy-Kamera. Wir haben in der Front die Sensorik, was ein bisschen schade ist. Auf der Seite fehlt eine Sensorik, um einen Abstand oder den Abstand zur Wand einschätzen zu können, seht ihr aber auch gleich im Thema Navigation. Wie gesagt, in der Front die Ivy-Kamera, mit der könnt ihr erstens Hindernisse erkennen, beziehungsweise der Saugroboter erkennt Hindernisse. Wenn ihr die wegräumt, kann der Roboter da dann hinterher nochmal, nachdem er sie klassifiziert hat, extra saugen. Und ihr könnt das Ganze auch als eine Art Überwachungskamera verwenden. Auf der Rückseite haben wir die Osmo Pro 2.0 Technologie. Das ist die Wischplatte, die bewegt sich und vibriert beim Reinigen, funktioniert auch wunderbar. Hier hat sich aber jetzt nichts verändert im Vergleich zum T9. Was ebenfalls beim T9 Ivy nicht mehr mit beworben wird, ist hier dieser Lufterfrischer. Ich habe es im letzten Video schon gesagt. Ist eine nette Sache. Funktioniert aber auch hier, wenn ihr den hier anstockt. Der Lufterfrischer wurde installiert. Hört man sofort, dass er installiert wurde. Klar, passt jetzt von der Farbe nicht. Offiziell wurde hier nicht viel zu kommuniziert, aber ich habe es ausprobiert. Es funktioniert genauso. Die Osmo Pro Technologie vom Vorgänger könnt ihr hier auch einfach andocken. So, machen wir mal den Wischtank wieder dran. Osmo Pro installiert.
und gucken uns das Ganze jetzt. Begeben Sie sich zu Beginn in einen Bereich ohne Teppichboden. Genau. Gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal von der Unterseite an. Ich entferne doch mal wieder. Hier sehen wir die beiden Klappen, über die dann später abgesaugt wird. Hier jetzt die Aeroforce-Technologie von iRobot. Auch dazu komme ich natürlich gleich noch, wenn ich über die Saugleistung spreche. 3000 Pascal sind hier ja jetzt angegeben. Wie die sich bewahrheiten, das schauen wir uns dann an. Wie immer zwei Seitenbürsten, die den Schmutz in die Mitte kehren. Wir haben 6 Absturzsensoren, wir haben die Teppicherkennung und hier vorne die beiden Ladekontakte. Die Reifen haben ein schönes Profil. Ja, so viel zu den Details des Roboters. Alles andere ist natürlich in den einzelnen Abschnitten dann ein ganzes Stück spannender. Die Ladestation ist auch identisch geblieben. Wie immer klein, eckig, kantig auf der Rückseite mit einem Kabelmanagement. Gefällt mir gut, wird aber hoffentlich ja bald durch die Absaugstation ersetzt, wenn dich das halt eben interessiert mit der Absaugstation. So viel zu den Details. Ich würde sagen, wir kommen zur Navigation. Beim T9 Ivy denkst du natürlich als allererstes an die Kamera in der Front. Wozu nutzt der Saugroboter die? Natürlich, um Hindernisse zu erkennen. Im Top-Down-Shot siehst du auch gerade, dass er hervorragend bei mir durch meinen Wohn-Ess-Bereich hindurch navigiert. Auch Hindernisse habe ich ihm in den Weg gelegt. 45 Minuten benötigt der Saugroboter im Totalen, um halt einmal die ganze Fläche dort abzufahren. Das ist recht lange. Einfach aufgrund der Hindernisse, die da sind, versucht er die natürlich zu umgehen. Das funktioniert nicht ganz perfekt, so wie es eigentlich auch schon vorher bei allen anderen Saugrobotern mit so einer Erkennung ist. Es funktioniert okay, aber halt eben nicht zu 100%. Ich persönlich finde es natürlich schade. Ich bin hier ein Perfektionist und möchte da eine absolute Zuverlässigkeit, aber die können wir heutzutage einfach noch nicht erwarten. Das muss dir auch hier einfach ganz klar sein. Es ist ein nettes zusätzliches Feature, aber 100%ig drauf verlassen kann man nicht. Wenn was im Weg rumliegt und das eingesaugt wird, kann es sein, dass man da eingreifen muss und das Ganze dann entfernt. Dann macht der Roboter aber auch direkt weiter. Wie gesagt, ansonsten ist die Navigation wirklich hervorragend. Lediglich bei mir im Testareal ist mir aufgefallen, dass meine Fußbodenleiste ein bisschen zu niedrig ist. Deswegen fährt er da mit dem Bumper lang. Das sind so Feinheiten, die mir dann natürlich mit der Zeit hier aufgefallen sind. Ansonsten Thema Hindernisüberwindung. 1,9 bzw. 2 cm hat er bei mir geschafft. Er konnte sich bei den 2 cm nicht ganz entscheiden, ob er das Ganze jetzt als Hindernis erkennen soll oder dann doch letztendlich drüber fährt, was er dann auch getan hat bei 1,9 cm hat er das direkt getan. Ja, Thema Kamera nochmal in der Front, die kann auch dazu verwendet werden, um zu Hause das Heim zu überwachen. Dann kann einfach in der App das Ganze angeschaltet werden, zeige ich dir aber auch gleich nochmal in der App. Sonst ist im Groben und Ganzen die Navigation wirklich hervorragend. Da hat sich aber jetzt auch nicht signifikant was zu seinen Vorgängern, dem T9, geändert, sodass die Navigation hier absolut in Ordnung geht. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten spannenden Teil der Aeroforce-Technologie von iRobot und gucken uns an, wie gut die saugen kann. Thema Saugleistung ist jetzt beim T9 Ivy natürlich besonders spannend. Wir haben hier jetzt von iRobot die Doppelrollen namens Aeroforce mit an Bord. Die sind beide aus Gummi. Zum Vergleich haben wir hier bei den ganzen Vorgängermodellen eine Kombination aus Borsten und Gummi. Wie gut hat das Ganze abgeschnitten? In meinem Testareal auf dem Laminat und auf dem Teppich habe ich das Ganze natürlich getestet. Auf dem Laminat hat er in ungefähr 3 Minuten 10 98,89 Gramm aufgesaugt. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Wenn dich andere Ergebnisse von anderen Saugrobotern interessieren, beziehungsweise wo sich hier der T9 Ivy einordnet, wirf gerne nochmal einen Blick bei mir auf den Blog. Dort findest du im Saugroboter-Finder alle Ergebnisse und so weiter und so fort. Gleiches Spiel natürlich beim Teppich. Hier hat er in ungefähr 3 Minuten 25 68,08 Gramm aufgesaugt. Das ist ein Ergebnis, mit dem ich hier nicht so zufrieden bin. Da habe ich mir einfach mehr erwartet. 3000 Pascal soll das Gerät jetzt haben. Das ist ja immer diese Einheit, womit alle Hersteller werben. Je höher, umso besser. Meiner Erfahrung nach kommt es aber vor allem auf diese Hauptbürste an. Und da hat interessanterweise der T8 damals ein viel, viel besseres Ergebnis abgeliefert als jetzt hier der T9. Ich habe auch schon von iRobot, ich sag mal, die Originalgeräte getestet, die auch die Aeroforce-Technologie an Bord hatten. Da habe ich ähnliche Ergebnisse auf dem Teppich mit dieser Walzentechnologie erreicht, sodass das Ganze hier ein stimmiges Bild ergibt. Ich persönlich finde jetzt diese Entscheidung von Ecovacs nicht so prickelnd, dass hier diese Doppelwalzentechnologie verwendet wurde, aber wie so häufig gehen da die Meinungen breit auseinander. Das sind einfach meine Ergebnisse, die ich hier herausgefunden habe. Ansonsten, wie war es mit der Eckenreinigung? Er kommt für seine runde Form wie jeder andere Roboter auch gut in die Ecke. 3 von 5 Maiskörnern hat er hier aufgesaugt, was in Ordnung
geht und dadurch, dass regelmäßig gereinigt wird, sammelt sich eh nicht so viel Schmutz in den Ecken an. Thema Wischleistung. Wir haben hier die Osmo Pro 2.0 Technologie an Bord. Die funktioniert wirklich sehr gut, ist noch nicht der ganz großartige Spitzenreiter. Diesen Platz hat sich Roborock hier einverheimst. Nichtsdestotrotz ist das jetzt nicht signifikant schlechter, sondern immer noch das Beste, was man bei so einem Kombigerät hier nach dem anderen Roboter bekommen kann. Dementsprechend, wenn ihr ein Kombigerät wollt, Osmo Pro 2.0, egal jetzt, ob es der T9 Ivy oder der T9 ist alles wunderbar. Thema Reinigungsleistung möchte ich natürlich auch noch kurz die Absaugstation ansprechen. Hier kommt ein neues Modell noch auf den Markt. Das Ganze soll noch vor Weihnachten passieren. Die vom T9 Normal bzw. T9 Plus ist hier leider nicht kompatibel. Das finde ich sehr, sehr schade, dass man da keine Lösung gefunden hat. Bedeutet also, wenn ihr wegen der Kamera upgraden wollt, könnt ihr die alte Station nicht verwenden, sondern müsst hier auf eine neue zurückgreifen. So viel zum Thema Saug- und Wischleistung. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal die App an. Werfen wir nun noch einen Blick auf das Thema App. Hierüber werden alle smarten Funktionen gesteuert. Wir befinden uns jetzt hier auf der Startseite. Ich öffne direkt den Videomanager. Jetzt kriegen wir auch direkt gesagt, Videoaufzeichnung gestartet. Dass die Videoaufzeichnung gestartet ist. Wir sehen jetzt ein Live-Bild der Kamera. Ich gehe hier gerade mal mit der Hand entlang. Du siehst auch wunderbar, das Bild ist recht verzögerungsfrei. Hallo Kamera, so sieht es hier bei mir im Studio aus. Mit dieser Kamera gibt es jetzt die Möglichkeit, zu Hause das Ganze zu überwachen oder während des Reinigungsvorgangs zu gucken, was da so drumherum passiert. Oder auch mit dem Telefonhörer kann man eine, ich sag mal, Kommunikation starten über den Lautsprecher. Man hört ja, der Roboter kann sprechen. Ist eine Kommunikation zum Beispiel mit dem Hund oder auch einem Familienmitglied ohne Probleme möglich. Genau, so viel kurz zur Kamera. Ich schließe das Ganze wieder. Wir befinden uns jetzt hier auf der Startseite, gucken uns die intelligente Reinigung jetzt nochmal an. Hier ist jetzt der Wohn-Ess-Bereich, unten mit dem Flur, das Ganze ist abgegrenzt. Der grüne Bereich ist nur durch ein paar Treppen zu erreichen, deswegen sind die anderen beiden Zimmer Bad und Arbeitszimmer hier so abgehakt dargestellt. Es ist natürlich möglich, mehrere Karten zu speichern. Der Roboter kann geortet werden. Oben ist nochmal die Kamera zu sehen im rechten Bildschirmrand und auch eine 3D-Karte. Was hat es damit auf sich? Wir haben hier jetzt auch die Möglichkeit, eine 3D-Hausmap zu erstellen. Ja, es ist meiner Ansicht nach wieder eine weitere Spielerei. Der Roboter selbst erkennt hier auch ein paar Gegenstände, positioniert dann zum Beispiel einen Fernseher oder ein Sideboard oder so hier auf einer Karte. Aber einen ernsthaften Nutzen hat das Ganze nicht. Ich habe es auch schon beim T9 damals angesprochen. Ist ein nettes Gimmick, aber hier sollte man sich meiner Ansicht nach einfach mehr auf das Thema Reinigung konzentrieren, wischen, anstatt hier irgendwie einen Luftbefeuchter oder sonstige Dinge zu positionieren und platzieren, die halt einfach, naja, nicht so richtig sinnvoll sind. Aber wie gesagt, Betten können da reingebastelt werden. Es ist ein schöner Zeitvertreib, aber ohne ernsthaften Nutzen. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, Räume einzuteilen. Wie gesagt, mehrere Karten habe ich hier gerade schon angesprochen. Man kann sich das Ganze auch nochmal genauer anzeigen lassen, mit Namen, ohne Namen, mit Zimmer, Symbolen und ohne. Du kannst Bereiche reinigen, indem du die hier auswählst, du kannst die Autoreinigung nutzen, du kannst das Ganze natürlich auch benutzdefiniert machen, mehrere Bereiche hinzufügen. Wie gesagt, Teppicherkennung ist mit an Bord, wird ein Teppich ohne Wischfunktion erkannt, wird die Saugleistung erhöht. Wird ein Teppich mit Wischfunktion erkannt, wird dieser gemieden. Das Ganze wird auch in der Karte dann dargestellt. Wenn man jetzt nach oben swipet, hat man die Möglichkeit, hier auch weitere Einstellungen vorzunehmen. Soll einmal gereinigt werden, soll zweimal gereinigt werden. Wie hoch soll die Saugkraft sein? Wie hoch soll die Wasserzufuhr sein? Wie soll die Wischfunktion generell agieren? Soll ein Bereich intensiver geschrubbt werden oder eben nicht so intensiv? Es gibt die Möglichkeit, einen Reinigungsplan anzulegen, wann eben zu Hause gereinigt werden soll und wann nicht. Die Sprachmeldungen können in verschiedenen Sprachen eingestellt werden. Naja, ihr seht schon, ich lese euch das Ganze hier im Endeffekt nur vor. Auch noch ein paar Informationen über die Zubehörteile kann man hier rauslesen. Firmware-Update wird natürlich per WLAN hier abgedatet. Auch hier nochmal, Videomanager kann natürlich mit einem Passwort versehen werden und so weiter und so fort. Also von den Einstellungen hier gibt es eigentlich keine Wünsche, die offen bleiben. Alles ist möglich. Die App funktioniert auch mittlerweile wirklich gut. Da gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Kritikpunkte, die konnte ich hier nicht finden. An dieser Stelle würde ich sagen, kommen wir zum kurzen Fazit.
Mein abschließendes Fazit zum Ecovax D-Board T9 Ivy fällt ein wenig durchwachsen aus. Warum durchwachsen? Nicht etwa, weil der Saugroboter schlecht ist, sondern einfach, weil ich mir hier mehr erhofft habe. Es ist schließlich das neueste Modell aus dem Hause Ecovax. Die Aeroforce-Technologie, die hier von iRobot verbaut wurde, auch da habe ich mir einfach mehr und bessere Ergebnisse erhofft. Das wurde hier leider nicht zu meiner Zufriedenheit zumindest erfüllt. Teilweise haben die Vorgänger bessere Ergebnisse erzielt. In der Front die Kamera mit der Ivy-Technologie ist eine schöne Sache, aber funktioniert nicht hundertprozentig. Wenn du aber zu Hause halt ein Haustier hast oder auch gerne mal deine Wohnung überwachen willst, dann ist das natürlich eine super Sache. Ebenfalls finde ich es ein bisschen schade, dass hier an der Kompatibilität zur Absaugstation geschraubt wurde, sodass die alte nicht mehr passt. Ja, die Bauart hat sich jetzt auf der Unterseite wegen der Aeroforce-Technologie ein wenig verändert, aber ein einfaches Upgrade ist hier jetzt nicht möglich. Man muss quasi nochmal den Saugroboter mit neuer Absaugstation kaufen. Thema kaufen, da wären wir bei einer UVP mit Absaugstation dann von knapp 1.100 €, was einfach unheimlich viel Geld ist. Und in diesem Bereich des Preises ist einfach auch die Vielfalt an anderen Saugrobotern immens, natürlich auch zur eigenen Palette nach unten hin, sodass ich einfach persönlich zu einem der älteren Modelle greifen würde. Ich brauche keine Kamera in der Front und ich finde von iRobot die Aeroforce-Technologie auch nicht so gut. Mir gefällt die Kombibürste besser. An der Stelle auch der Hinweis auf unseren Saugroboter Finder. Da findest du alle Saugleistungsergebnisse miteinander verglichen, kannst unterschiedliche Modelle anklicken und gucken, wie die gegeneinander performen auf dem Teppich, auf dem Laminat, von den Bauhöhen etc. pp. Wirf da auf jeden Fall einen Blick rein. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten Thema Wischleistung hat sich auch nichts zum T9 verändert. Das ist gleich geblieben. Osmo Pro 2.0 Technologie, sodass wir hier die Unterschiede eher in den Feinheiten finden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Ich habe gesehen, du hast den Kanal höchstwahrscheinlich noch nicht abonniert, weil unsere Abonnentenquote extrem gering ist. Also treib gerne die Abonnentenquote nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn du dich mit anderen Usern austauschen möchtest, komm gerne in unserer Facebook-Saugrobotergruppe vorbei. Da sind 14.000 Leute mittlerweile drin. Da findest du auch noch andere Meinungen neben meiner. Ist mit Sicherheit auch super interessant, um da eine vielfältige Ansicht zu bekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dort. We'll be right back.